Ja, Rivo, ja, ein paar Tage hast du schon hier absolviert, auch schon Testspiele. Wie war es für dich die Anfangszeit und wie kam der Transfer? Beziehungsweise, ja, warum Eintracht Frankfurt? Pa evo, jako sam sretan i zadovoljan što sam došao u ovako velik klub. Also er ist sehr Stvarno, ovo glücklich, je za mene jedan hier veliki endlich korak angekommen u zu mojoj sein. karijeri. Ähm, Nadam er se hofft, da će äh, se kasnije dass es, also er denkt, pokazati dass es der kao richtige jedan Schritt dobar für ihn korak ist und hofft, za dass mene. er sich irgendwann auch Stvarno, evo, jako ja, sam sretan što sam bezahlbar ovdje. macht. Stvarno, evo, Die sve ersten što sam Tage waren dosad sehr dobio gut. u ovih par dana je Die stvarno jako Mitarbeiter visokom rund ums nivou. Team, der Stvarno Staff sam und die iznenađen Mitspieler, i Einfachung, klubom i die uvijek Integration klubu und i das koliko su Einleben mi und igrači i ja, ljudi u klubu dragi i bislang stvarno alles pomažemo da nur se prilagodim vom na što Besten. bolji način. Tako da evo za sad sve najbolje mogu reći za klub. Schönen guten Tag. Du bist zweimal Pokalsieger in deiner Heimat geworden. Das heißt, du kennst das Gefühl, was die Eintracht jetzt erlebt hat. Was sind deine grundsätzlichen Ziele? Was möchtest du sportlich hier bei der Eintracht erreichen? Pa drago mi je da je tako, drago mi je da i ovaj Ja, er klub kao freut i sich uspio sozusagen hier ima anknüpfen zu naviku können osvajanja und dass der trofeja. Verein, wo er gespielt To je hat sigurno und hier jedan auch od Eintracht razloga zašto Frankfurt sam ovdje, gewohnt ist, oder naravno, es ist nicht unbekannt, kome Titel zu igram za gewinnen trofeje. und er hofft auch in Tako da mi Zukunft je drago daran da sam anknüpfen došao zu können ovdje und i erfolgreich zu spielen. nadam se da ćemo tako nastaviti i u budućnosti. Den Sprung von Rijeka in die Bundesliga gab es seit 2010. Ist er jetzt der dritte Spieler überhaupt, der das erschafft? Wie konnte er denn Markus Krösche und Oliver Glasner von sich überzeugen? Was haben Sie ihnen in den Gesprächen erzählt? Nisam znao taj podatak da sam treći koji je iz Rijeke došao u Bundesligu. Drago mi je da je tako. Evo, nekako sam uvijek sve Also wusste er jetzt nicht, dass er der dritte Spieler ist. Er ist aus Rijeka, der es hier in die Bundesliga geschafft hat. Aber er ist grundsätzlich ein sehr ehrgeiziger Spieler, der immer alles von sich gibt. Und ihn freut es natürlich, dass so ein Club wie Eintracht Frankfurt und dann halt auch der Trainer und Markus Krösche sozusagen in ihm die Qualität gesehen haben, ihn hierher zu bringen. Und will ihn das natürlich nur im besten Sinne zurückzahlen. Jer to mi daje do znanja da imam neku kvalitetu i nadam se da će opravdati njihova očekivanja. Er hat ja auch mit seinem Zwillingsbruder zusammen in Rijeka gespielt und war das vielleicht auch ein Wermutstropfen bei aller Freude über den Sprung in die Bundesliga, dieses familiäre Band, das dadurch mal getrennt werden musste? Da, evo, prvi put, ajmo reći prvi odlazak iz Hrvatske, tako da evo, to je mala, mislim, velika promjena za mene, ali evo, privikavam se srećom kao što sam rekao, imam tu, ajmo reći, svoje ljude koji mi olakšavaju tu prilagodbu. Prvi put da se, ajmo reći, rastajem od brata s kojim sam igrao u Hrvatskoj, ali zadnjih dvije, tri sezone, on je ovaj član Rijeke, ali nije igrao sa mnom zajedno u klubu, tako da već sam na neki način se uspio priviknuti na to da nismo zajedno, ali svakodnevno se ja čujem s njim, tako da mi nadoknađujemo sve to što se ne vidimo.